Hi, ich bin David Jahn, Fahrer im ADAC GT Masters, seit 20 Jahren im Motorsport und seit 10 Jahren auch im Simracing unterwegs. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert, wie sich das anfühlt. Ich bin zwar schon solche Motion-Simulatoren gefahren, aber sowas Großes und Umfangreiches noch nicht. Also ich bin begeistert, wie detailliert man jede Bodenwelle spürt. Ich bin jetzt hauptsächlich die Nordschleife gefahren, wie viel Bewegung das Ganze hat, also sehr viel hoch und runter. Und dadurch natürlich auch sehr detailliert, gerade wenn du durchs Karussell fährst, fühlst du dich wirklich in der Schräglage sozusagen, spürst jede Platte, jede Betonplatte. Also echt beeindruckt, wirklich. Man sitzt sehr gut, das ist alles gut positioniert von den Pedalen, vom Lenkrad. Das kann man auch alles perfekt auf jeden Fahrer abstimmen, auf jede Körpergröße. Bei mir sehr wichtig bei kleiner Körpergröße. Und vor allem, dass sich die Bildschirme mitbewegen, ist ein sehr großer Vorteil, weil sonst bewegt sich nur der Sitz, was in der Realität ja auch nicht so wäre. Da bewegt sich auch alles und das merkst du ja einfach. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Simulatoren. Am Lenkrad, die Schaltpedal und vor allem, wie du das Lenkrad in der Hand hast, das ist wie ein Rennauto. Also das ist 1:1 auch sehr wertig und sehr robust. Vor allem auch dieser Schalthebel, den man dann noch neben dem Lenkrad hat, wie früher im 997 Cup das noch war, was ich auch noch kenne. Das ist Hammer, weil du kannst da richtig dran reißen und da weißt du auch, da wird nichts abbrechen, weil es einfach sehr stabil gebaut ist. Macht natürlich auch Spaß, wenn du einmal in deinem Element bist und fährst, dann willst du da nicht darauf achten, dass du da sanft dran ziehst, da musst du dran reißen. Also die Pedale sind sehr gut, vor allem kann man sehr gut die Bremse modulieren, vor allem sehr, sehr wichtig bei Autos, die man ohne ABS fährt, dass man einen guten Druckpunkt hat und auch spüren kann, wann die Räder stehen, das passt hier super. Gaspedal, Stellung auch und vor allem die Kupplung ist auch sehr realitätsnah, was ja sehr schwer ist abzubilden. Also dass der Race Navigator hier im Simulator mit integriert ist, finde ich super, weil man kann natürlich jetzt eine Runde vom Simulator in eine echte Runde legen, was ich bisher auch noch nie gemacht habe, aber sehr interessant auf jeden Fall ist. Und ich habe mich sofort gefühlt wie auf der richtigen Rennstrecke, weil ich kenne den Race Navigator daher. Jetzt habe ich ihn auch im Simulator, das ist natürlich top. Traction Loss so habe ich heute zum ersten Mal gespürt, dass sich das ganze Chassis quasi mitbewegt beim übersteuernden Auto. Was hier ein großer Vorteil ist, das habe ich im Simulator noch nie gespürt, das fehlt eigentlich auch immer, weil du es sonst über die Lenkung ein bisschen spüren musst, aber in echt spürst du es auch über das ganze Auto, was sich bewegt und das hast du ja einfach auch, das ist echt top. Ich finde, wir sind sehr nah an der Realität. Ich glaube, mehr geht nicht in einem Simulator, in einem stehenden Simulator, weil das einfach alles ausgereizt ist. Wir haben in alle Richtungen Bewegung, das, was man im Stand abbilden kann. Und daher fühlt sich das schon sehr, sehr gut an. Also bisher hatte ich noch nie mehr realitätsnäher im Stand als hier. Auf jeden Fall will ich einen Actoracer zu Hause stehen haben.